Danke sehr. Sie sehen auf dieser ersten Folie schon so einen unterstrichenen Link und die Idee ist, dass alle Quellenangaben sind per Link hinterlegt. Wenn Sie die Folien da runterladen, dann ist ein PDF-Dokument, da klicken Sie auf die Links drauf, dann finden Sie die Originalstudien oder Quellen, die ich da jeweils zitiere. So habe ich das jetzt hier eingebaut. Ich beginne gleich mit einem konkreten Beispiel von einem Computerspiel-Setting, bei dem dann, Sie können sich darauf achten, wer sagt das eigentlich, du lernst schnell. Hier geht's los, ist Clash Royale, das ist ein sehr beliebtes Handyspiel, es ist ein soziales Spiel, also man spielt gegen Leute, die man im Internet findet oder gegen Freundinnen und Freunde, dieses Spiel. Jetzt sehen Sie, wie das losgeht, wenn man das Spiel aufstartet, so ziemlich der Anfang vom Spiel. Und Sie sehen, es gibt keine Erklärung, sondern das Prinzip ist dieses dramaturgische Prinzip, Show, Don't Tell. Also es wird nicht erklärt, was man machen muss. Man muss überhaupt nichts lesen, sondern das Spiel zeigt einem mit so einem Finger, wo man durchfahren könnte. All die Dinge, die eingeblendet werden, kann man ignorieren oder wegdrücken. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und gleichzeitig gibt es schon etwas zu tun. Also ich muss nicht zuerst, ich sehe bei diesen Spielen am Anfang nicht erst ein Menü oder so etwas, sondern ich habe gleich Männchen, Figuren, ich habe eine kleine Geschichte und mit der mache ich etwas. Es ist dieses Nike-Motiv, just do it. Also lass uns mal versuchen, lass uns mal loslegen und so lernt man. Und die Figur, die einen da durchführt, also dieser Lehrer eigentlich, ist ebenfalls eine Figur in dieser ganzen Storywelt von Clash Royale. Die Figur sagt, du lernst schnell. Also das heißt, in diesen informellen Settings haben Jugendliche, haben Kinder auch mit solchen didaktischen Elementen zu tun. Sie erhalten Lob ausgesprochen, wenn sie das Spiel so spielen, wie das eigentlich gedacht ist. Ich komme kurz zum Ablauf des Vortrags. Ich werde zuerst so die wichtigste These und so etwas den theoretischen Rahmen einführen und dann auf Computerspiel-Settings, auf Social Media Erfahrungen, Kompetenzen von Jugendlichen eingehen und zum Schluss skizzieren, welche Konsequenzen das für die Schule hat. Das, was ich präsentieren möchte, ist eine These vom Aufmerksamkeitstransfer und dazu braucht es ein paar Begriffe und ein paar Grundannahmen, die ich erklären muss. Das erste ist das Konzept von Affordanzen. Dana Boyd hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben darüber, wie Jugendliche mit Social Media Plattformen umgehen und ist zu laut, ja. Okay. Wie Jugendliche mit Social Media Plattformen umgehen und hat gezeigt, dass das oft den Erwartungen der Betreiber der Plattform, auch den Erwartungen von Erwachsenen widerspricht. Also sie hat zum Beispiel, ein schlagendes Beispiel ist, dass Jugendliche ihr Facebook-Konto zu dieser Zeit noch deaktiviert haben, über Nacht, damit es für Erwachsene so ausgesehen hat, als hätten sie gar kein Facebook-Konto und sie haben es nur immer dann aktiviert, wenn sie es tatsächlich benutzt haben. Also sie haben eigentlich die Konto-Löschen-Funktion benutzt, um ihre Privatsphäre zu schützen. Das ist so ein Beispiel. Und was sie jetzt hier als Affordanz bezeichnet, ist ein für mich ganz wichtiger Begriff. Es bedeutet nämlich, was macht ein Tool, was macht ein Medium einfacher für mich, welche Angebote, Aufforderungen erlässt es an mich als User. Ein einfaches Beispiel, mein iPhone, wenn ich den Wecker stelle, damit ich am Morgen aufwache, ist der große Knopf in der Mitte Snooze. Das heißt, ein bisschen weiter schlafen, ich weiß nicht, 8 Minuten. Und der kleine Knopf unten ist aufstehen und den Wecker ausschalten. Während wenn ich den Timer stelle, es genau umgekehrt ist. Beim Timer ist es so, dass in der Mitte steht Timer abschalten, unten steht Timer wiederholen, dass der Timer noch einmal läuft. Also das ist die Affordanz dieses Timers, dass er mich einlädt, den Timer auszuschalten, während der Wecker die Affordanz hat, ein bisschen weiter zu schlafen. Dazu lädt mich das Tool ein. Das macht es einfach für mich. Ich muss mich nicht daran halten, aber wenn ich den Weg gehe, ist es der Weg des geringsten Widerstands.
Und das haben alle diese Plattformen, alle diese Spiele haben gewisse Affordanzen. Sie laden dazu ein, gewisse Dinge zu tun. Jetzt schauen wir uns das mal an am Beispiel von Netflix. Also das ist eine Netflix-Serie und ich habe da einen Eindruck aufgenommen, wie es aussieht, wenn man sich das anschaut. Also es heißt Unbreakable Kimmy Schmidt, ist so eine 20-Minuten-Comedy-Serie. Und Sie haben gesehen, nach diesem Cold Open, wie das heißt, also die erste Szene, die vor den Credits kommt, nach diesem Cold Open blendet Netflix Skip Intro ein. Das heißt, ich kann diese ganze Eingangssequenz überspringen. Jetzt heute Nachmittag konnten Sie das alle nicht. Die Eingangssequenz waren wichtige Informationen. Aber vielleicht haben einige von Ihnen gedacht, ja, jetzt könnte doch der Vortrag beginnen, Skip Intro. Und das wäre genau das, was ich meine These wäre, dass Jugendliche sich an solche Affordanzen gewöhnen, dass man nämlich das, was repetitiv ist, das, was eigentlich nicht das Wesentliche ist, überspringen kann. Unten, Sie sehen auch die weiteren Knöpfe, die es hat. Also diese Tools laden einmal 10 Sekunden weiter zu spulen. Sie laden auch ein zu diesem Binge-Watching. Ich habe es hier kurz zusammengetragen, welche Eigenschaften das sind, was ich alles machen kann. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der unterste, dass nämlich Netflix mir Angebote präsentiert, die ähnliche Leute wie ich auch angeschaut haben. Also aus meinen Sehgewohnheiten ergeben sich algorithmisch ausgewählte Empfehlungen, welche Serien oder Filme ich mir auch anschauen könnte, wenn ich so und so viel Zeit mit diesen Serien verbracht habe. Und der wesentliche Punkt ist, dass Netflix nicht meine Wünsche, also was ich schauen sollte oder was ich schauen möchte, anschaut, sondern was ich tatsächlich anschaue. Also ein Phänomen, das verbreitet ist, dass Menschen haben bei Netflix eine Watchlist, das heißt Dinge, die sie sich vornehmen, die sich noch einmal schauen möchten. Und viele dieser Einträge schauen die Menschen gar nicht an, sondern sie schauen dann vielleicht die einfacheren, die weniger auffüllenden Serien an, um sich zu beruhigen. Und entsprechend weiß das Netflix auch. Und diese Affordanz gehört ebenfalls zu Netflix dazu, dass die Angebote so dargestellt werden, dass sie unseren realen Tätigkeiten und dem, was wir wirklich tun, entsprechen und nicht dem, was wir uns wünschen, was wir sollten, was den Normen entspricht. Jetzt, neben diesen Affordanzen ist der zweite wichtige Begriff, der Begriff der Aufmerksamkeitsstruktur. Und dazu würde ich sagen, wie wir unsere Aufmerksamkeit verteilen, also auf welche Reize wir wie intensiv Aufmerksamkeit legen. Sie haben jetzt am Anfang gesehen bei diesem Computerspiel, dass ganz viele Pop-ups gekommen sind, viele Texte, die ich in dieser Geschwindigkeit gar nicht erst lesen konnte, die ich dann wegklicke und wegmache. Und dazu ergibt sich so eine Art, wie verteile ich jetzt meine Aufmerksamkeit? Sie sind jetzt hier bei diesem Vortrag, Sie haben hier vorne eine Präsentation, Sie haben mich, den Ton, Sie haben Ihre Nachbarinnen und Nachbarn, dann haben Sie vielleicht auch einen Bildschirm, ein Notizpapier vor sich und das erzeugt für Sie eine Aufmerksamkeitsstruktur, die Sie wahrscheinlich in ähnlichen Vorträgen und Situationen entwickelt haben, dass Sie wissen, so gehe ich damit um, mit dieser Aufmerksamkeit. Und das, was wir in der Schule vielleicht als traditionelle Konzentration uns vorstellen, mir scheint es ganz wichtig zu sagen, es ist nicht Konzentration, sondern es ist eine traditionelle Vorstellung von Konzentration. Das ist ebenfalls eine Aufmerksamkeitsstruktur, nämlich exklusiv und lange einen Reiz wahrnehmen. Also beispielsweise einen Roman lesen, dann muss ich stundenlang einfach nur lesen, nichts anderes machen.
Und was jetzt Menschen so in meinem Alter bemerken, ist, das Lesen von Romanen fällt ihnen zunehmend schwerer. Dazu gibt es unzählige Fotoartikel von Leuten, die sagen, ich schweife immer ab, ich lese die Bücher nicht mehr fertig, ich blättere vor, ich kriege es einfach irgendwie nicht mehr hin, einen ganzen Roman zu lesen, weil ich daneben immer das Handy habe oder ein Tablet, andere Arten von Medien. Das bedeutet, wir haben uns an andere Aufmerksamkeitsstrukturen gewöhnt und es fällt uns schwer, in diesen Modus des Romanlesens zurückzukommen. Jetzt, um nochmal ein Beispiel der Aufmerksamkeitsstruktur zu zeigen, das ist Instagram. Also das ist an irgendeinem Tag, habe ich einfach meinen Instagram-Feed kurz aufgenommen, wie es aussieht. Und Sie sehen so ungefähr, was junge Menschen machen, wenn sie sich durch Instagram, also ich bin nicht ein junger Mensch, aber so sieht es ungefähr aus, wenn sie sich durch Instagram bewegen, vielleicht noch ein bisschen schneller, als ich das kann. Dann vielleicht mal zurück, wenn man was gemerkt hat, ah, das möchte ich mir jetzt genauer anschauen, dann ein Like geben, dann Nachrichten, dann wieder hoch, oben gibt's die Stories, dann die Stories anschauen, da durchklicken, das geht dann teilweise auch viel schneller, also wenn es langweilig ist, klickt man sich da einfach durch diese Stories durch, also es gibt Jugendliche, die schauen sich dann hunderte von diesen Story-Einträgen in sehr kurzer Zeit an. Und das ist natürlich absolutes Multitasking, also da gibt es viel mehr Reize, als ich überhaupt wahrnehmen kann. Das bedeutet, dass diese Aufmerksamkeitsstruktur durchaus Beschränkungen hat, also mit der Cognitive Load Theory würde man sagen, dass es entweder gewisse Hirnareale gibt, das ist die untere Variante, die zu einer erhöhten Kapazität von Reizverarbeitung führen, also dass wenn man das trainiert und dieses Instagram immer wieder anschaut, dass man ganz bestimmte visuelle Signale so schnell verarbeiten kann, dass man merkt, wenn etwas ungewohnt ist, wenn es auffällig ist und dass das dann wirklich auch bei einem bleibt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es einfach die generelle Möglichkeit der Aufnahme beschränkt. Also, dass ich mir weniger merken kann, dass ich vieles von dem, was ich sehe, auch wieder vergesse, dass es gar nie das Zentrum meiner Aufmerksamkeit erreicht. Wahrscheinlich ist eine Mischung von beidem wahr. Es ist schwierig, das genau abschätzen zu können, auch untersuchen zu können. Und das führt mich zu diesem ersten Zwischenergebnis, dass nämlich Affordanzen die Aufmerksamkeitsstrukturen beeinflussen und dass das einfach nur im Rahmen der kognitiven Möglichkeiten überhaupt denkbar ist. Das ist recht selbstverständlich. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, dass wir nicht das, was unser Hirn leisten kann, nicht überschreiten können. Jetzt, wenn das mal gegeben ist, ist die nächste These die, dass sich das überträgt. Das habe ich schon ein bisschen erwähnt, wie diese Übertragung sich, wie wir uns die vorstellen müssen. Hier ist noch ein etwas genaueres Modell von Zhang und anderen Forschern. Also wir haben eine Medienerfahrung A und die führt dazu, dass wir Erwartungen haben, wie ein Medium funktioniert. Also wenn Sie zum Beispiel die Erfahrung, wenn Sie studieren hier an der Uni und Sie haben Vorlesungserfahrung, dann erwarten Sie, haben Sie so ein Gefühl, 90 Minuten. Dann wenn es weniger lang geht, dann denken Sie, das war jetzt total schnell vorbei. Wenn es länger geht, denken Sie, es ist jetzt äußerst mühsam, diese 90, dass es jetzt nicht schon aufgehört hat, weil Sie sich sehr an diesen Rhythmus beispielsweise gewöhnt haben. Und diese Erfahrung führt zu der Erwartung A, mit der Sie dann die Erfahrung der nächsten, mit der Sie dann die nächste Erfahrung beurteilen. Das heißt, die erste Medienerfahrung führt dazu, dass die Beurteilung der nächsten Medienerfahrung positiv oder negativ ausfällt. Jetzt, wenn man das ganz platt macht, wenn man sagt, wenn Kinder und Jugendliche abends 1,5 Stunden Netflix schauen oder Spiele am Handy spielen und am nächsten Tag in die Schule kommen, dann ist die Bewertung dieser Medienerfahrung Schule geprägt durch die Erfahrung von Netflix und Spielen, die sie zu Hause gemacht haben. Das heißt, so, also die Schule ist eine Medienerfahrung, weil auch Unterrichtsgespräche, Wandtafel und so weiter, das sind alles Medien. Also die Schule ist nichts anderes als Netflix in einem medialen Sinne gesehen. Und diese User Experience, also das ist natürlich jetzt sehr Marketing-Sprech, aber man kann es vielleicht so sagen, was ist denn die User Experience von Schülerinnen und Schülern in der Schule? Und der Einfluss von digitalen Medien ist, dass sich halt diese User Experience verändert hat,
weil die Aufmerksamkeitsstrukturen und Affordanzen von digitalen Medienumgebungen übertragen werden. Und das sage ich jetzt mal total wertfrei. Man kann natürlich auch sagen, ja, die Kinder von heute, das geht gar nicht mehr, wie die lernen, und die sollten doch. Aber dieses, sie sollten doch, das nützt ja nichts. Ich beschreibe einfach mal, wie die Realität ist. Und jetzt die Frage, welche Konsequenzen das hat, werden wir uns dann im Folgenden stellen müssen. Also das wäre dieses Ergebnis dieses ersten Teils. Und damit komme ich zu einer kurzen Beschreibung der Kompetenzen, die Jugendliche auf digitalen Plattformen machen. Ich sage ganz kurz, weshalb ich von digitalen Plattformen spreche, weil Social Media aus meiner Sicht ein Euphemismus ist, der besonders die ökonomischen Verflechtungen von digitalen Plattformen ausblendet. Also es ist eine Plattformwirtschaft, bei der Daten verkauft, zumindest mal gesammelt werden, um sie dann auch ökonomisch auswerten zu können. Und Social Media klingt danach, als ob das in irgendeinem Sinne ein soziales Unterfangen wäre, was es in diesem ersten Sinne nicht ist. Also es ist ganz wichtig, diesen ökonomischen Aspekt im Hinterkopf zu haben, und das schlägt sich jetzt in meiner Begriffswahl nieder. Wenn wir uns sowas anschauen, das ist ein Instagram-Bild, mit dem ich schon einige Weiterbildungen bestritten habe. Ich habe auch mal einen Vortrag gehalten, bei dem es um den Umgang mit Bildern ging, also Bildinterpretation nach Panofsky. Es war eine Panofsky-Tagung, wo die Frage war, wie interpretieren denn jugendliche Bilder in diesen sozialen Netzwerken? Und das Bild ist deshalb interessant, weil wenn man Erwachsene fragt, was da eigentlich los ist, also was man auf diesem Bild sieht, ist es etwas komplett anderes, als wenn man Jugendliche fragt. Es lässt sich sehr schnell zeigen, dass es ganz andere Codes gibt, ganz andere Interpretationsansätze. Es beginnt schon mal mit dem Emoji, also dieses violette Emoji mit den Hörnern. Was bedeutet das genau? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Interpretationen, was es bedeuten kann. Also es beginnt so bei Schadenfreude, wäre so eine Möglichkeit. Dann gibt's aber auch vor allem junge Frauen, die sagen, das schicken ihnen immer Männer, wenn sie sexuelle Avancen machen wollen und das irgendwie verkleiden. Also es ist zwar eine Art sexuelle Aggressivität, die aber verharmlost werden soll durch dieses Emoji. Also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was hier gezeigt wird. Auch die Emojis unten sind ganz, ganz wichtig. Wer sind dann die Figuren? Was zeigen sie? Weshalb sind sie in einem auf einer Toilette, in einem Badezimmer? Man weiß es nicht genau, weshalb sind sie da? Weshalb halten die beiden Frauen nochmal ein Smartphone in den Händen? Was hat das alles zu bedeuten? Ich lasse es so ein bisschen mal offen. Auf jeden Fall kann man sagen, das alles hat etwas zu bedeuten. Auch dass das Bild in einem bestimmten Format verschickt worden ist, deutet darauf hin, dass es zunächst auf Snapchat verschickt worden ist, dann bei WhatsApp als Profilbild eingestellt wurde und zuletzt bei Instagram geteilt wurde. Also weshalb reist das Bild von Snapchat über WhatsApp zu Instagram? Das wäre auch ein kleines Rätsel, was in diesem Bild drin versteckt ist, was man da dekodieren kann. Ich fasse nur zusammen, was Jugendliche offenbar können, wovon man ausgehen kann, dass sie das können, dass sie ganz bewusste Bildauswahl vornehmen, also die mehreren Handys deuten darauf hin, dass es ganz verschiedene Bilder gegeben hat, dass Serien, eine Art Shooting stattgefunden hat und dieses Bild dann ausgewählt wurde, dass es eine ganz bestimmte Art von Bildkomposition gibt, wer ist vorne, wer ist hinten, weshalb ist das Bild, es ist auch so eigentümlich schräg, also man sieht dann nur vom Kopf des Mannes sieht man ja nur einen Ausschnitt, und das hat wiederum, da haben mir junge Leute gesagt, dass so eine markante Kinnlinie, dass das sehr wichtig sei, das zu zeigen, dass man das hat und dass es offenbar der beste Winkel ist, um diese Jawline zu zeigen, dass das so ein Schönheitsideal von jungen Männern sei und so weiter. Dann die Adressierung, also an wen richtet sich das? Das ist auch eine ganz große Frage. An wem wollen Sie dieses Bild zeigen? Welche Codes sind da drin verborgen? Dann gibt es auf Instagram ganz viel Lurking, das heißt einfach mitlesen, ohne zu zeigen, dass man es gesehen hat. Also junge Menschen sind geschult darin, ganz viele Informationen aus Instagram rauszuziehen, ohne
einen Kommentar oder ein Like zu hinterlassen, damit man nicht weiß, dass sie das gesehen haben. Also meine Schülerinnen und Schüler sagen manchmal, das Peinlichste, was jetzt passieren könnte, wenn ich auf Like drücken würde. So dass es sogar Tools gibt, mit denen man Instagram anschauen kann, bei denen dann die Like-Funktion eigentlich wie deaktiviert ist, dass sie die Affordanz haben, dass man gar nicht erst auf Like drücken kann. Dann gibt es eine Bühne und eine Hinterbühne. Das heißt, es wird gewisse Dinge werden so öffentlich oder halböffentlich gezeigt und dahinter funktioniert ein Chat, mit dem man noch einmal viele Dinge bespricht, von denen man weiß, die zeigen wir jetzt nicht nach außen, sondern die behalten wir irgendwie für uns. Mit denen steuern wir auch diese Wahrnehmung. Es gibt viele, die auch Aufforderungen verschicken, like doch mal mein Bild, weshalb hast du mein Bild noch nicht geliked, schau dir das mal an. Also ganz so eine Steuerung dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie. Und es gibt Like-Kalkulationen, das heißt, wenn wir sowas haben, das Bild wurde publiziert, jetzt es gefällt 163 Mal in dem Moment, wo ich es angeschaut habe, in 2 Wochen, das ist nicht besonders viel. Und da gibt's viele junge Menschen, die wissen genau, wenn sie in den ersten 10 Minuten nicht so viele Likes hat, dann muss ich es löschen, weil dann wird es ohnehin nie so viele Likes schaffen, dass es meinem Standard entspricht. Also auch wieder ihre Erwartungen sind, dass ihre Bilder ungefähr durchschnittlich oft geliked werden. Wenn deutlich ist, sie sind unterdurchschnittlich oft geliked, dann ist es peinlich und dann müssen sie es wie vorzeitig löschen, damit das gar nicht erst erkennbar wird. Dann geht's irgendwie noch. Und also ich würde jetzt sagen, ich bin nicht Mathematikdidaktiker, aber ich würde sagen, dass Sie lineare oder sogar exponentielle Funktionen berechnen können, bevor Sie überhaupt wissen, was das ist. Also Sie haben eine Art Modell, wie sich diese Likes entwickeln und können das, diese Zahlen einsetzen, ohne dass Sie das im Mathematikunterricht jemals gelernt hätten. Hier sieht man auch viele weitere Beispiele, also was dann kommunikativ interessant ist, diese verschiedenen Formen von Komplimenten, die sind überhaupt nicht, also sind festgelegte Normen, wie man besonders unter Frauen einander ein Bild mit einem Kompliment versehen muss. Also es ist völlig klar, diese you're seriously perfect and those shoes are fire und dann diese Emojis, das ist nicht irgendwie zufällig entstanden, sondern man weiß, das ist jetzt das richtige Maß von Kompliment. Und es kann sehr verletzend sein, schon nur das falsche Kompliment zu verwenden, also ein etwas zu mildes Kompliment kann verletzend sein oder gar kein Kompliment zu schreiben. Also unter engen Freundinnen ist nur Like drücken statt einen Kommentar schreiben, das kann wirklich ein Affront sein. Also so wie ganz enge Nachbarinnen, die wissen auch, wenn die eine mal nicht wirklich grüßt am Morgen, wenn sie nur nickt oder sowas, dann weiß man, heute ist sie nicht gut drauf oder ich habe was falsch gemacht oder sowas. Genauso wissen die das hier auch, irgendwas stimmt nicht zwischen uns, von ganz subtilen Signalen. Jetzt ist die Geschichte mit Instagram schon fast vorüber, also viele vielleicht in meinem Alter bekommen das gar nicht so richtig mit und jetzt kommt wie so das nächste große Ding ist TikTok, also ich habe Snapchat vorhin auch noch im Vortrag drin, aber Snapchat habe ich rausgenommen, das ist auch schon wieder ein bisschen überholt und zeige jetzt mal kurz einen TikTok-Ausschnitt, wie das dann so läuft. Also das, was sie gezeigt hat, heißt E-Girl Factory. E-Girls, das ist eine ganz bestimmte Nische. Also diese E-Girls machen sich diese kleinen Herzchen oder Sternchen mit so Eyeliner unter die Augen und tragen so Rouge auf, so wie sie es auch hier gemacht hat. Also ganz bestimmtes Make-up. Und das sind so die coolsten. Es ist so 90er Jahre schick. Sie haben häufig auch die Haare, ein Teil der Haare ist schwarz gefärbt, ein Teil der Haare ist blond gefärbt. Also es ist so eine Modeform, die dann eine Art Jugendkultur gibt, die auf TikTok beschränkt ist oder auf diese Netzwerke. Und E-Girl Factory heißt es, weil sie sich verwandelt, sich eigentlich von einem wie normal aussehenden Mädchen in so ein E-Girl in diesem Video. Und das sind ganz viele Memes, also welche Musik sie auswählt, wie sie sich schminkt. Das sind enorm
komplizierte Kompetenzen. Also da gibt es dann immer wieder Erwachsene, die versuchen, das nachzuahmen. Also sich richtig schminken können, ist bei TikTok ganz, ganz wichtig, dass man das gelernt hat. Es braucht viel Schulung, eine sichere Hand, um das wirklich auch korrekt hinkriegen zu können. Man muss ganz viele Memes kennen. Also man muss wissen, welche Memes noch angesagt sind. Also Memes sind Liedtexte, Bilder, vielleicht auch Tanzfiguren, Dinge, die man so sagt, von denen man wissen muss, wie sagt man, in welchem Moment sagt man die und wann muss man sie ironisch einsetzen, wann kann man sie ernsthaft einsetzen, wer ist noch angesagt, wer schon nicht mehr. Das entscheidet darüber, ob das eigene Konto populär ist oder nicht. Bei TikTok ist dieses Video-Editing noch viel wichtiger. Also man muss tatsächlich auch wissen können, wie man einen Film schneiden kann, so dass er in diesen kurzen Sequenzen auch die beabsichtigte Wirkung hat. Und man gliedert sich in die Normen einer Subkultur ein. Also das heißt, man muss die richtigen Leute finden, die ähnliche Interessen haben, die auch ähnliche Dinge im Netz machen wie man selber und dann versuchen, sich gegenseitig zu stärken, zu pushen, damit das eigene Konto auch eine gewisse Sichtbarkeit erhält. Also auch das sehr umfassende Kompetenzen. Jetzt kann man das als Ergebnis nehmen, dass Jugendliche und man muss vielleicht aufpassen, damit man nicht denkt, das wären jetzt alle Jugendlichen im gleichen Ausmaß. Also das, was ich jetzt hier gezeigt habe, sind ganz bestimmte Persönlichkeitstypen. Also dieses TikTok-Video, das ist sicher ein Talent, kann man sagen. Während das Instagram-Bild, das ist kein Talent. Das ist einfach ein Jugendlicher, der in Deutschland lebt, der Instagram so verwendet wie wahrscheinlich Millionen andere auch. Das ist nicht besonders geschickt gemacht, während dieses TikTok-Video schon, das gehört schon so zu den besten 10% von dem, was man da findet. Und also sie entwickeln Kompetenzen, die nicht in der Schule vermittelt werden, sondern das, was sie da tun, ist informelles Lernen. Das wäre dann der nächste Teil, zu dem ich was sagen möchte. Und die Definition ist, also eine einschlägige Definition ist von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft verfasst worden in einem Arbeitspapier zu informellem Lernen. Und man kann dazu auch sagen, also Roos ist so der eigentlich die Koryphäe auf diesem Gebiet und in seinem Handbuch diskutiert er ganz ausführlich, dass es keine klare Definition gibt, sondern sehr unterschiedliche. Und man sieht das an dieser Tabelle, die Sandra Assmann in einem Aufsatz über die Bedeutung digitaler Plattformen für informelles Lernen und für die Schule auch dargestellt hat. Also wenn man sie jetzt nicht lesen kann, ich gehe mal auf die entscheidenden Punkte ein. Während formales Lernen oder formale Kompetenzen intendiert erworben werden, das heißt, Schülerinnen und Schüler gehen in die Schule beispielsweise und sie sitzen in der Biologiestunde und wissen, jetzt lerne ich Biologie. Sie können auch sagen, ich will jetzt nicht Biologie lernen, sondern was anderes machen, aber in der Regel wollen sie das, sie wissen, dass sie es wollen und sie tun es dann auch. Während wenn sie diese Spiele spielen oder TikTok machen oder auf Instagram Bilder publizieren, dann denken sie nicht, ich lerne jetzt was, sondern sie tun das nicht intendiert, erfolgt dieses Lernen. Genauso erfolgt der Wissenserwerb dann unten bei formalen Settings hauptsächlich explizit, also man weiß, dass es Wissen gibt, man weiß, welches Wissen es gibt, das wird dann erworben, während in informellen Kontexten, informellen Lernsettings dieses Wissen implizit und explizit passiert. Und gerade, dass es beides ist, das zeigt Assmann hier sehr schön, macht es so schwierig, eine Definition zu finden. Also hier in dieser Definition heißt es, als es nicht notwendigerweise um ein intentionales Lernen, also das ist die Formulierung, die gewählt worden ist, um sich hier nicht klar aussprechen zu müssen, welche Art des Lernens da vorkommt. Also sagen wir, wenn man jetzt merkt, ich bringe diesen Eyeliner nicht so hin, dass er ein schönes Herzchen macht, das verschmiert immer oder das wird zu groß oder sowas, dann kann man wie sagen, ich schaue mir jetzt auf YouTube Tutorials an, ich will das jetzt lernen und das ist dann doch ein intentionales Lernen. Also ich schminke mich nicht, aber ich denke mal, dass es durchaus
Phasen des intentionalen Lernens braucht, um dann auch einen expliziten Wissenserwerb durchzuführen. Das ist jetzt eine Mutmaßung, würde ich mal sagen. Und das, der unterste Punkt scheint mir ganz wichtig zu sein. In diesen Settings handelt es sich um authentische Problemstellungen. Also es sind Jugendliche, Kinder lösen Probleme, die es für sie tatsächlich gibt. Also die Probleme haben für sie eine Relevanz. Wenn sie die Probleme lösen können, dann erreichen sie etwas. Also sie werden in diesem Spiel besser, sie können das nächste Level erreichen, sie können mehr Likes generieren auf Instagram, auf TikTok. Sie haben ein besseres Beziehungsnetz, sie wirken cooler. Während die Problemstellungen in der Schule häufig künstliche Problemstellungen sind, die nur in einem formalen Lernsetting tatsächlich eine Bedeutung haben. Jetzt, was Assmann feststellt, ist, also sie geht jetzt hier von einer Terminologie aus Schalterfunktion und unterschiedliche Netzwerke, das ist die Terminologie von Castells. Castells ist ein Soziologe, der sich über die Netzwerkgesellschaft viele Gedanken gemacht hat. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich lasse Sie mal kurz selber lesen, was sie jetzt als Forderung hier formuliert. Und jetzt wäre das der entscheidende Punkt. Macht versucht, gibt es in der Schule Bemühungen, diese Übersetzungsleistungen zu erbringen und diese Anschlüsse zu erzeugen? Also nehmen wir mal an, wir hätten in einer Klasse so ein E-Girl, die ganze Nachmittage lang versucht, coole TikTok-Videos aufzunehmen, kommt die dann in die Schule und erfährt irgendwie, das, was ich da gelernt habe, damit kann ich auch in der Schule was anfangen. Oder gibt es diese Anschlüsse nicht, dass sie denkt, das, was in der Schule läuft, ist ein komplett anderer Film, das hat mit dem, was ich sonst tue, nichts zu tun. Und ich würde sagen, diese Forderung von Assmann hat nicht ausschließlich mit digitalen Kompetenzen zu tun, sondern mit jeder Art von informellem Lernprozess, dass eine Schule solche Anschlüsse ermöglichen sollte, aber das durchaus nicht immer schafft. Ich habe jetzt hier ein Beispiel für eine Wahrnehmung, die Kolleginnen und Kollegen von mir häufig teilen. Und zwar ist es das Paradox der Wischkompetenz. Also Wischkompetenz ist kein Begriff von mir, sondern er stammt so aus dem digitalkritischen Diskurs. Auch Herr Spitzer spricht häufiger von dieser Wischkompetenz in sehr abschätziger Art und Weise. Also wo man sagt, das, was man an einem Tablet oder einem Handy lernt, das ist eine minderwertige Kompetenz, man kann einfach nur über die Seiten wischen. Und das Problem ist folgendes, dass man beobachten kann, wie Kinder und Jugendliche ständig digitale Medien nutzen. Also man bemerkt an der Schule, ja, die wollen eigentlich immer nur das Smartphone benutzen, möchten in der Pause gerne das Smartphone benutzen, benutzen es zu Hause sehr oft. Und wir müssen eigentlich in der Schule Verbote einführen, damit sie sich überhaupt noch konzentrieren können. Das ist so ein grundsätzliches Gefühl. Jetzt verbringen sie so viel Zeit an diesen Geräten. Und dann sagt man mal, ja, jetzt gehen wir mal an die Rechner und wir machen mal was, wir lernen mal was. Und der Eindruck, der sich dann einstellt, ist, die können nichts. Also jetzt sind sie doch die ganze Zeit in solchen Umgebungen und sie können nicht, also so eine typische Erfahrung ist, ich gehe mit einer Klasse so in den Computerraum, dann sage ich mal Rechner einschalten, ich sage dann, was weiterläuft und 5 schaffen nicht mal den Monitor einzuschalten, weil sie nicht merken, dass man den noch gesondert einschalten muss. Dann loggen wir uns irgendwo ein, ich sage, notieren Sie sich das Passwort, also ich sitze meine Schülerinnen und Schüler, notieren Sie das Passwort, also das nächste Woche wieder haben, bitte nicht vergessen, nächste Woche hat die Hälfte keine Ahnung mehr, was das Passwort war, und auch vergessen, was wir überhaupt gemacht haben. Also so einfache Dinge. Genauso müssen jetzt einige Klassen von mir müssen solche bestimmte Word-Funktionen lernen. Also sie müssen Textverarbeitung, gewisse Dinge können. Auch da, ich kann es 15 Mal erklären und sie vergessen 15 Mal wieder. Also wäre das die Frage, wie kommt das, dass sie ständig digitale Medien nutzen, aber sobald es in der Schule um den Einsatz digitaler Medien geht, nicht verstehen, wie das funktioniert. Und die Erklärung wäre die, dass diese Probleme, die sie bewältigen, eine soziale Bedeutung haben. Während die Probleme, die ich ihnen stelle, überhaupt keine soziale Bedeutung für sie haben. Also es hat für ihren Freundeskreis und für ihr
Liebesleben, ihr Privatleben keine Konsequenz, ob sie verstehen, wie sie in Word den Tabulator setzen müssen. Oder ob sie wissen, ob man den Monitor auch anschalten muss oder nicht. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass wir an Schulen denken, dass das eigentlich das richtige digitale Arbeitsgerät ist, während Jugendliche denken, dass das eigentlich das richtige digitale Arbeitsgerät ist, also sie arbeiten mobile first. Und das sind auch andere Affordanzen, die da eine Rolle spielen. Das Ergebnis ist, dass diese informellen Kompetenzen in der Schule zu wenige Anschlüsse erzeugen können, auch teilweise gar nicht erst wahrgenommen werden, also dass viele Lehrerinnen und Lehrer nicht wissen, wer sind denn die Schülerinnen und Schüler, die talentiert sind in digitalen Medien. Also man weiß vielleicht, wer spielt gut Handball in meiner Klasse, wer tanzt und hat es da irgendwie zum gewissen Erfolg gebracht. Aber wer hat ein erfolgreiches Instagram-Konto, das weiß man nicht. Und wer ist dort innovativ, wer ist eher Mainstream, das ist gar keine Frage, die sich groß stellt, die man vielleicht auch eher als gefährlich anschaut, so dass diese Anschlüsse gar nicht erzeugt werden können. Jetzt komme ich zu dem, was Gamification genannt wird. Ich beginne auch gleich mit einer Definition. Das bedeutet nämlich, Gamification ist nicht ein Computerspiel, sondern das ist das Übertragen von Computerspieldesign oder Computerspielfunktionsweisen auf einen Kontext, der nichts mit einem Computerspiel zu tun hat. Jetzt ein Beispiel, ich war in den Skiferien war ich in Laax, das ist ein Schweiz, das sind eigentlich drei Gemeinden, die zusammen ein Skigebiet betreiben in der Schweiz, und dort gibt es eine App, die heißt Inside Laax. Und diese App kann ganz verschiedene Dinge, also sie zeigt mir zum Beispiel an welchem Skilift wie viele Leute stehen. Nicht nur also so mit Symbolen, aber es zeigt mir auch an die Webcam, ich kann direkt schauen, wie viele Leute sind wirklich dort, und dann kann ich mich entscheiden, wo ich durchfahre, damit ich nicht lange anstehen muss. Die App hat aber auch Ranglisten, also man kann, das ist jetzt hier Höhenmeter, es gibt einen Wettbewerb unter allen Leuten, die sich dort einloggen, wer macht am Tag mehr Höhenmeter? Also es ist, die Affordanz ist dann natürlich, möglichst viel Skilifte zu fahren oder möglichst viele Pisten zu fahren. Und das ist natürlich genau ein Computerspielelement. Es gibt eine Rangliste mit Highscores, die übertragen wird auf was völlig anderes, ein Skigebiet. Und die App ist natürlich für das Skigebiet dazu da, um ihnen möglichst genaue Daten zu liefern. Also sie arbeiten auch so mit einer, es gibt auch ein Spiel, bei dem man schätzen kann, wie viele Leute an den nächsten Tagen ins Skigebiet kommen. Und das dient dazu, um Prognosen machen zu können, damit sie sich auch vorbereiten können. Und all diese Daten werten sie aus und optimieren so natürlich gewisse Dinge. Und gleichzeitig ist es aber für die Userinnen und User, ist es eine Art von Computerspiel. Man sieht die Leute ständig in der Gondelbahn diese App am Handy anschauen und checken, wo jetzt die anderen Leute sind. Hat auch Social-Media-Funktionalitäten. Also man kann sich einen Wettbewerb liefern mit anderen Leuten, die man kennt, die sich eingeloggt haben, auch ihren Standort anschauen, so im Sinne von, wo befindet sich jetzt da jemand. Jetzt als Beispiele für das, was Game Design Technik genannt wird, ist das sogenannte Onboarding. Onboarding ist, beim Einstiegsprozess von Games gibt es eigentlich diese vier Phasen, also Discovery heißt, man begegnet zuerst einmal dem Spiel, Onboarding bedeutet, man wird mit den Regeln vertraut gemacht, dann Scaffolding bedeutet, es wird deutlich, welche weiteren Schritte oder welche Werkzeuge gibt es im Spiel, und Endgames bedeutet eine Art Motivation, das Spiel weiter zu spielen nach dieser ersten Erfahrung. Und bei Onboarding ist jetzt die Regel, dass das wie Batman funktionieren müsste. Also es gibt eigentlich keine Erklärungen, die direkt eingeblendet werden, aber sie sollten da sein, wenn sie gebraucht werden, wie Batman. Ich habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich einen kurzen Blogpost darüber geschrieben, über Batman-Didaktik. Das wäre Didaktik, die immer dann da ist, wenn sie gebraucht wird und sonst unsichtbar ist. Und wie dieses Batman-Onboarding aussehen könnte, habe ich jetzt hier auch an einem anderen Spiel gezeigt. Also dieses Chameleon Run, wahrscheinlich eignet es sich am besten fürs Tablet, aber man kann es auch auf dem Smartphone spielen. Und das beginnt jetzt so. Das ist auch wieder, ich habe die App neu installiert, also ich habe alles gelöscht, neu installiert und dann zum ersten Mal gestartet, und das sieht dann so aus.
Und Sie sehen, unten rechts ist dieser Wizard wie Batman. Wenn ich den nicht anschauen will, muss ich nicht. Ich kann direkt spielen, obwohl es natürlich Erklärungen gibt. Also das wäre jetzt die Onboarding-Phase. Es werden mir ein paar Hinweise gegeben, um die Spielmechanik zu verstehen. Und ich kann es auch tatsächlich schon spielen. Ja. Genau, es ist recht klar, wie das Spiel funktioniert. Ich glaube, ich kann weitergehen. Und jetzt sieht man im nächsten Schritt eine andere Art von Game-Mechanik, die ganz wichtig ist für Gamifizierung. Ich spiele das auch kurz ab, das ist jetzt etwas länger. Und jetzt hier sehen Sie, wie ich einen Fehler mache. Also ich schaffe es nicht und das Spiel beginnt gleich wieder von vorne. Also das heißt, die Fehlerkultur in dieser Hinsicht ist nicht, es gibt eine Prüfung, eine Lehrperson liest das, beurteilt das, gibt es zurück, ich muss eine Verbesserung schreiben, sondern nein, versuch es einfach nochmal. Bis du es geschafft hast, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt meine Zeit und Sie sehen, ja, dass da ein Tweet eingeblendet wird und so weiter, das hat einfach mit dem Handy zu tun. Sie sehen, ich habe einen Stern bekommen und das ist ganz wesentlich, also es geht jetzt gleich nochmal zurück, Moment. Also, Sie sehen einen Stern und ich habe von diesen drei Elementen habe ich da irgendwie eines erfüllt. Und das ist das Element, worauf ich mich jetzt beziehen möchte. Diese drei Sternsysteme, die erweisen sich als enorm motivierend. Das heißt, wenn man Levels mit drei Sternen versieht und dann versucht man es so zu balancieren, dass im ersten Durchlauf ein Stern erreicht wird, kann man davon ausgehen, dass Spielende wieder zurückgehen und die Levels noch einmal spielen, um die restlichen Sterne abzuholen. Manchmal gibt es sogar dann die Anzahl der Sterne führt dazu, dass man gewisse Features im Spiel freischalten kann oder nicht. Das heißt jetzt übertragen auf die Schule, wenn man dieses Game-Element einführen würde im Rahmen von Gamifizierung, ich habe eine Lerneinheit, eine Übung und dann müsste ich diese Sterne irgendwie vergeben, um zu sagen, versuch's nochmal, nächstes Mal vielleicht zwei Sterne. Und im Rahmen der Gamifizierung müsste man dann einfach das ganze Level nochmal durchspielen. Tatsächlich gibt es so Apps für die Grundschule, etwa diese Anton-App. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die ist für Deutsch und Mathematik, hat eigentlich den ganzen Grundschulstoff drin mit so Handyübungen und dort gibt es auch so kleine Bewertungselemente, damit man sehen kann, muss ich jetzt noch mal machen oder habe ich es tatsächlich schon gut gekonnt. Also die Gamification überträgt dann Computerspielaffordanzen auf Kontexte, die nicht mit Computerspielen zu tun haben. Also ich habe jetzt das Beispiel Schule oder Skigebiet. So kann man Leute dazu bewegen, dass sie sich wie in einem Computerspiel verhalten, obwohl sie sich gar nicht in einem Computerspiel befinden. Und ein zweiter Punkt ist, dass die Affordanzen von Computerspielen und von digitalen Kommunikationsplattformen teilweise gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Das, was ich jetzt in zwei Abschnitten oder zwei Teilen des Vortrags gezeigt habe, ist im Netz häufig ununterscheidbar. Das heißt, wenn Sie TikTok wirklich spielen, dann fühlt es sich auch an wie ein Spiel. Sie haben dort auch Ranglisten, Wettbewerbe, Highscores, Elemente, versuch's nochmal, Levels, die man eigentlich durchläuft. Genauso in jedem Spiel hat man Aspekte von einem sozialen Netzwerk. Sie haben vielleicht hier am Anfang, ich kann es noch mal kurz zeigen. Also wenn ich das aufstarte, kommt immer oben dieses Game Center. Und dieses Game Center wäre ein soziales Netzwerk, in dem ich mich mit anderen Spielenden vernetzen und auch konkurrenzieren kann. Jetzt führt all das, was ich bisher ausgeführt habe, zu folgendem Dilemma. Also wir wissen, diese Gewohnheiten, die Jugendliche ausformen in diesen verschiedenen digitalen Medien, die sie konsumieren, die führen zu Erwartungen an formale Lernerfahrungen. Und diese Erwartungen können jetzt entweder
Es können entweder diese Lernerfahrungen angepasst werden, das heißt gamifiziert. Also wir können uns überlegen, wir müssen jetzt halt Schule so machen, dass sie ähnlich funktioniert wie Netflix, wie Instagram, wie TikTok, wie Handyspiele. So müsste Schule auch sein. Oder wir können sagen, nee, das geht irgendwie nicht. Und dann ist die Gefahr, dass es eine doppelte Entwertung gibt. Dass Jugendliche ihre Kultur, das, was sie können, entwertet sehen durch die Schule. Dass sie denken, das funktioniert irgendwie, das wird da nicht anerkannt, was ich eigentlich gelernt habe. Und umgekehrt, sie aber auch die Schule entwerten als etwas, was für sie wenig sinnhaft erlebt wird. Und das mag im Moment noch gehen, dass man sagt, ja, Schule ist total wichtig, du musst das irgendwie können, aber sobald das natürlich auch auf Lernerfahrungen übertragen wird, also eine gamifizierte Sprachlernsoftware wie Duolingo, wenn Sie sowas nehmen, wenn Sie Sprachen lernen mit Duolingo, ist es auch komplett gamifiziert. Und sobald Jugendliche diese Erfahrung noch vertiefter gemacht haben, Beispiel ist, die sind diese Tutorials auf YouTube, die im Netz zu finden sind. Wenn Sie denken, ich gehe zwar in den Chemieunterricht, aber das, was ich dort lerne, lerne ich eigentlich wirklich, wenn ich mir die YouTube-Erklärvideos auf diesem Kanal anschaue, dann ist Ihr Eindruck ist der, was in der Schule läuft, das mache ich nur, weil ich dazu gezwungen werde. Die eigentliche Lernerfahrung ist bei YouTube. Und wenn diese Erfahrung stärker wird, dann verliert die Schule einfach an Legitimation. Und wenn man, das muss man natürlich auch in einem historischen Kontext denken, ein bisschen in die Zukunft. Also diese Leute durchlaufen die Schule und werden dann einfach die Bildungspolitik von morgen machen. Und irgendwann werden sie natürlich, wird sich das auf die Schule auswirken, was da läuft. Im Moment ist das noch ein sehr kurzfristiges Phänomen. Und das ist jetzt die Frage, wie kann man damit umgehen oder was hat das dann für schulisches Lernen, was hat das für Konsequenzen? Und dazu habe ich jetzt ein paar Gedanken und Angebote. Vielleicht können wir auch in der Diskussion dann noch stärker darauf eingehen. Das erste ist, dass informelle digitale Lernerfahrungen an Schulen wahrgenommen und thematisiert werden sollten. Ich denke, dazu gibt es eigentlich in jedem Fach Gelegenheit zu sagen, ja, wir sprechen jetzt darüber, also wenn ich jetzt von meinem Fach ausgehe, vom Deutschunterricht, dass wir darüber sprechen, was sind Kommunikationsnormen, wie machen Menschen Komplimente, dass ich dann auch Elemente einbringe, wo ich Schülerinnen und Schüler über Social Media Erfahrungen oder Erfahrungen auf digitalen Plattformen sprechen lasse. Dass sie darstellen, wie macht man das? Oder dass ich, wenn wir Filme drehen, ich sie einlade, auch Techniken, die sie vielleicht kennen aus Filmen, die sie für diese Plattformen gemacht haben, dort einsetzen können. Und dass wir solche Dinge auch thematisieren. Sie haben zum Beispiel gesehen, etwas, was mich immer, ich schaff's schneller, so, ja, also, was recht typisch ist für den Medienwandel, ist Folgendes. Ich sage zuerst vielleicht bei QR-Codes. Also vor 10 Jahren haben alle Fachleute gesagt, QR-Codes, das ist total lächerlich. Niemand wird jemals ein Werbeplakat mit einem Handy abfotografieren. Das ist irgendwie, das hat jemand erfunden, wird sich nie durchsetzen. Und die Personen haben erstens nicht verstanden, dass viele Menschen nicht so gut lesen und schreiben können, also dass man nicht lange Webadressen abtippen kann und dass QR-Codes gerade das obsolet machen. Ich kann ein Bild machen, kann später diese Webadresse wieder aufrufen. Und dass tatsächlich auch die Bildfunktionen von Handys sich so verbessern, dass es sehr einfach ist, einen QR-Code zu scannen. Dasselbe ist, dieselben Leute, die sich mit Medien ausgekannt haben, haben immer so kleine, ungefragt kleine Referate gehalten und gesagt, alle, die mit dem Handy so filmen, sind total dumm. Du musst das Handy so halten, weil Breitbild. Schon mal im Kino gewesen, Breitbild. So macht man Handyfilme. Und was jetzt passiert ist, ist, in der Jugendkultur haben sich diese hochformatigen Filme total durchgesetzt. Also es gibt, das ist gar keine Frage mehr, ob man breit filmen soll, weil die primären Devices, auf denen man das schaut, auch Hochformat sind. Also man optimiert das für mobile Bildschirme und nicht für
für Breitbildschirme. Das heißt, wenn ich jetzt das Video hier abspiele, dann scheint wie ein Teil des Bildschirmes verloren zu sein, nämlich links und rechts. Aber wenn es auf dem Handy abgespielt wird, wäre das Breitbild, würde mich zwingen, das Gerät zu wechseln. Das ist eine mühsame Affordanz. Ich will das Gerät Hochformat halten können und dann soll es das ganze Bild ausfüllen. Deshalb haben sich diese Hochformatfilme durchgesetzt und die Vorstellung, dass man das alte Medium war Breitbild und jetzt ist es natürlich ein Hochformat, das sich so durchgesetzt hat. Also solche Erfahrungen kann man auch thematisieren und fragen, wann schaut man Filme in dem Format, wann im anderen, wie muss ich das Handy halten, wenn ich ein Erklärvideo machen will, von welchem Format gehe ich überhaupt aus, dass das dann auch tatsächlich geschaut wird. Dann wäre das nächste, wäre das Kulturpragmatismusprinzip von Dirk von Gehlen. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und von Gehlen Kulturpragmatismus ist ein Gegenbegriff zu Kulturpessimismus. Er verwendet diesen Shruggy, also das Buch heißt das Shruggy-Prinzip, das ist so mit den Schultern zucken, zu sagen, ja, okay, das passiert, also ich verstehe mal, was da abläuft, bevor ich es bewerte. Das haben Sie jetzt wahrscheinlich in meinem Vortrag auch bemerkt, dass ich viele Dinge einfach mal beschrieben habe, wie sie funktionieren und nicht gesagt habe, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern es ist mal so. Dann lasse ich mich mal verstören durch das, was ich nicht kenne, was neu für mich ist, was ungewohnt ist. Ich mache Fehler, wenn ich darüber spreche, wenn ich es selber versuche. Und ich scheitere strategisch, das heißt, ich probiere mal was zu machen, von dem ich annehme, dass es ohnehin nicht aufgehen wird, aber mir Informationen gibt, was ich das nächste Mal besser machen könnte. Und dieses Prinzip, denke ich, ist in der Schule gerade in einem Umgang mit einem Medienumfeld, das sich sehr schnell wandelt, sehr wichtig, dass man einfach mal hinhört, was läuft da und auch bereit ist, sich irritieren zu lassen und nicht so zu tun, als wüsste man alles und hätte man alle Lösungen schon bereit. Also ich leite besonders aus diesem strategisch zu scheitern, da orientiere ich mich sehr stark an einer agilen Didaktik, die nicht feste Pläne hat und Schemata einsetzt, sondern die so offen ist, dass sie auf Neues und Unerwartetes auch eingehen kann oder das fruchtbar machen kann im Unterricht. Dann müsste ich Lernumgebungen so designen, dass sie den Aufmerksamkeitsstrukturen junger Menschen entsprechen. Das heißt, das bedeutet nicht, dass ich jetzt alles gamifizieren muss oder alles sehr oberflächlich sein muss, sondern dass ich wie mal schaue, wann ist Konzentration möglich, dass ich vielleicht auch Rhythmen aufbreche, dass ich schnelle Pause mache, kurze, intensive Sequenzen, dass ich es mal ausprobiere, wann funktioniert das, immer im Austausch mit denen, die da sind und schaue, wann funktioniert das in Bezug auf Ihre Aufmerksamkeit und wann wird es langweilig, wann wird es mühsam, wann wird es anstrengend? Und versuche so vielleicht diese Intros zumindest zu überspringen, gleich zu beginnen, sie etwas machen zu lassen, genauso wie das die Erfahrung wäre in diesen Spielumgebungen. Gleichzeitig, also das ist wie, ich habe deshalb 3a und 3b gewählt, weil ich das nicht als unverbunden stehen lassen will, sondern weil mir das der zweite Punkt gleich wichtig scheint. Junge Menschen müssen aber auch lernen, in wichtige Aufmerksamkeitsstrukturen reinzufinden. Das heißt, man kann sagen, also Deep Work und Shallow Work ist eine Beschreibung der heutigen Arbeitstätigkeiten. Also wenn ich meine Arbeit anschaue, und das ist bei Ihnen wahrscheinlich auch so, gibt es Dinge, bei denen ich längere Zeit hochkonzentriert an etwas arbeiten muss und bei denen ich keine Art von Ablenkung überhaupt zulassen darf. Also ich korrigiere Aufsätze. Dann weiß ich, das dauert jetzt 15 Stunden oder so, bis ich fertig bin mit diesen Aufsätzen. Und dann muss ich einfach in einer Woche diese 15 Stunden finden und dann muss ich nichts anderes machen als Aufsätze lesen, korrigieren und Feedback schreiben. Und das ist Deep Work. Das heißt, ich müsste dann mein Handy weglegen, meinen Computer ausschalten, ich muss nur gerade das tun, was ich tun will. Da gibt's Techniken, wie ich das lernen kann. Also diese Tomato-Technik ist ganz wichtig, bei der man so einen Wecker stellt und sich dann so Einheiten von 25 Minuten sich dazu etwas zwingt. Während Shallow Work so Dinge sind wie E-Mails beantworten, mal abchecken, was auf bestimmten Internetseiten, die ich betreibe, läuft, auf WhatsApp ein paar Leuten zurückschreiben, die mir was geschrieben haben. Das sind Dinge, die ich so nebenher machen kann. Also da kann ich auch noch vielleicht einen Podcast hören dazu und daneben diese Dinge abarbeiten. Und
ich muss das unterscheiden lernen. Und das müssen junge Menschen auch. Also sie können, sie würden vielleicht denken, ja, ich kann zu allem Musik hören und das Handy dabei haben. Das ist doch eigentlich so, wie ich gerne arbeite. Und an diese Unterscheidung sie heranführen, das scheint mir jetzt wichtig zu sein. Oder einen längeren Text lesen zu können, wer es zu irgendwas bringen will im Leben, muss das irgendwann mal können, wahrscheinlich. Und Projekte planen, solche Dinge, diese Art von Aufmerksamkeitsstrukturen, die sind nicht selbstverständlich und man kann auch nicht davon ausgehen, dass die in jedem Elternhaus vermittelt werden, dass die Eltern dieser jungen Menschen überhaupt diese Aufmerksamkeitsstrukturen noch kennen, aber in der Schule müssen sie die kennenlernen und ausprobieren und das muss so ein schrittweiser Aufbau sein. Man kann, um auf 3a zurückzukommen, einfach nicht voraussetzen, dass sie die schon mitbringen, sondern muss mit diesen Aufmerksamkeitsstrukturen sie in die einführen. Jetzt ein kritischer Punkt ist der von Conway, dass er sagt, Gamification führt zu Zombification. Und zwar ist der Punkt der, dass er sagt, also die Bedürfnisse von Menschen müssen im Mittelpunkt stehen. In der Schule, aber auch auf digitalen, in digitalen Plattformen, in digitalen Umgebungen. Und bei Facebook ist es komplett, für Facebook ist es völlig irrelevant, welche Bedürfnisse Menschen wirklich haben. Sondern es geht darum, ihre Aufmerksamkeit in Geld umwandeln zu können. Und was er sagt, ist, Gamification führt dazu, dass man Menschen eigentlich in ihren niedersten Trieben und von ihrer schlechtesten Seite her auffasst. Also man lässt sie dann im Skigebiet möglichst viele Höhenmeter absolvieren. Unabhängig davon, ob sie das überhaupt wollen, ob es ihnen gut tut, ob es sinnvoll ist für die Umgebung. Also man schafft Anreize für ein idiotisches Verhalten. Und man weiß, wenn man die Leute so packt, dann werden sie das tun. Und die Frage ist, ja, was möchten denn die Leute im Urlaub überhaupt erleben? Also sie kommen aus ihren Büros, kommen auf die Skipiste und haben sie den Stress, dass sie möglichst viele Höhenmeter absolvieren müssen. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute dann teilweise sagen, heute haben wir diese 3 Bahnen noch nicht gemacht, die müssen wir jetzt auch noch machen. Und das fühlt sich dann an wie Arbeit. Und tatsächlich, wenn man Profispielen zuschaut, also wenn man Profis darüber sprechen lässt, wie sie Computerspiele spielen, dann schalten sie eigentlich alle grafischen Elemente ab und arbeiten eigentlich Excel-Tabellen ab. Also die besten Spieler, die so Computerspiele als Sport machen, die schauen das an, wie jemand, der im Büro möglichst schnell, möglichst viele so im Akkord irgendwelche Dinge abarbeitet und gewisse Strategien optimiert. Und die haben keinen Genuss mehr im Spiel oder werden als Mensch dadurch bereichert, dass sie ein Spiel spielen, sondern sie funktionieren eigentlich wie Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dass man diesen Zug jetzt stärkt durch Gamification, das bringt jetzt letztlich nichts. Also es ist, wie Conway sagt, sehr gefährlich, diese Gamification so einzuführen. Und ich würde das jetzt nicht völlig vertreten, wie er es sagt, sondern ich würde es unterscheiden. Ich würde sagen, wenn es darum geht, Vokabeln zu lernen im Fremdsprachenunterricht und das ist einfach eine repetitive Arbeit ist, ich muss jeden Tag, weiß nicht, 20, 50 Vokabeln noch einmal anschauen, sie mir anhören und wenn ich dafür Gamification habe, dass es Spaß macht, dass ich vielleicht auch noch in Konkurrenz stehe mit jemandem, versuche mich selber zu übertreffen. Also Duolingo hat so einen Modus, du kannst 10 Diamanten wetten, dass du jetzt jeden Tag diese Wörtchen anschaust und wenn du das geschafft hast, dann schenken wir dir 10 Diamanten dazu. Wenn du es nicht geschafft hast, hast du die 10 verloren. Also es hat einen Wert für mich, das dann auch täglich zu tun. Solche Tools, denke ich, das kann es tatsächlich bringen, da kann etwas einfacher werden, aber sobald das auf höheren Ebenen passiert, führt es zu sinnlosen Anreizsystemen, die wir auch aus der Wirtschaftswelt kennen, dass Leute in Callcentern dazu gezwungen werden, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, weil sie sonst weniger Lohn kriegen. Das kommt eigentlich selten sehr gut raus. Also da muss man sehr sorgfältig sein, vorsichtig sein und die Schule zu schnell zu gamifizieren, wäre jetzt nicht mein Ratschlag, sondern das kann nur in gewissen sehr lokalen Elementen überhaupt sinnvoll sein. Ja, dann danke ich sehr für die Aufmerksamkeit. Das ist auch meine E-Mail-Adresse und das sind noch einmal die Folien, wo Sie dann auch alle die Links drin finden. Also ich habe es schon am Anfang gesagt, wenn ich sowas habe, wenn Sie unten auf das Unterstrichene klicken, kommen Sie zum Ort, wo das dann tatsächlich zitiert ist. Danke sehr und jetzt kommen wir zu den Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Marc. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck.